Freitag, 27. Oktober, über einem Abend um 7 Uhr, wunderschöne Stimmung über dem Werdenberg. Und eben eine gleich gute Stimmung war dort im Altendorf zu Buchs, am Ende der Schulstrasse beim Hans-Rudi Moser und seiner Familie. Dürke Ausschelleten vom Ortsbürgerbund. Wir haben ein paar Eindrücke eingeholt. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Warum macht man denn das? Ja, das ist ein Traditionsbrauch und da macht man einfach mit und die Enkel, schau mal, die Enkel sind auch dabei, die wollen das lernen. Erst noch, hä? Ja, ja. Hast du gerne Türkenreifel? Ja, sicher. Noch lieber einen der Hörpfelreifel. Eben, gell? Ja. Und du bist da gegenüber vom anderen Präsidenten, ja? Ja, genau. Da sind wir voll dabei. Aber heute, das Jahr ist es nicht wirklich gut, oder? Warum? Ja, es hat Hagelschaden gehabt, gell? Hoi, sieht man da? Ja, man sieht es recht. Es ist alles so faul und ja. Wir nehmen, was wir haben, gell? Man nimmt es, wie es ist, man gell? Eine gute Berichterstattung. Hast du da kein Instrument dabei? Nein. Warum hockst du so gerade neben dem Rolf, gehst du in politische Bahnen? Na, das weiß ich nicht. Und du, Rolf, in Musik? Einer muss dann eben die Schuld sein, das wäre näher ich wieder, nicht mehr. Aber Ambitionen, um zur Musik zu gehen, hast du nicht, gell? Ich nicht, nein, ja. Weil er könnte dir zeigen, wie es ging, hä? Mein Papa Selig war der Präsident von der Harmonie Buchs, das hat gelangt. Ja, das ist eine Grund- und Frage, ja. Genau. Du hast noch nie überlegt, hä? Nein, Guggenmusik, für mich hat sie mehr gegeben. Aber selbst ist schon lange genug gegangen. Aber volkstümlich, das passt dir noch, gell? Ja, das ist doch tipptopp so. Da sieht man wieder mal, was alles für Auswirkungen hat, wenn es nachher da ist. Eben ja. Im Resultat von dem. Ist halt ja. Ein bisschen bescheiden heute, aber ja noch. Hagelschade, habe ich gehört. Ja, anscheinend, aber schau mal, wir nennen, was kommt. Das ist doch tipptopp. Ja, ja. Hast du gern Türkerei? Ja. Oida. Ich habe schon lange keinen mehr gehabt. Noch lieber Türkenbrot. Eben, nein, Mensch. Null, das habe ich unheimlich gern. Aber gibt es nur gerade so viel, gell? Nein. Fast gut. Ich dann aber, ja. Ja, nur mal schauen, was dann rauskommt dabei. Gell, ja. Chance! Yeah. Und wenn es verhärtet ist, kann man nichts machen. Du kannst immer etwas ausholen. Schau, wenn es nur ein bisschen ist. Schau mal. Ja. So zwei, drei sind, gell? Körnli ist ein Körnli. Wir nehmen es. Hat es also so eine Auswirkung gehabt wegen dem Hagel? Ja, anscheinend. Ich habe noch zu wenig. Aber mir hat man es gesagt, gell? Also, ich erzähle es noch weiter. Ja. Du musst Profis fragen. Was hast du sagen? Ich habe eine Blume gemacht aus dem Mais. Leg doch mir, wow. Du bist ja noch kreativ unterwegs, ja. Du, hä?
Habt ihr gerne so türkisches Brot und türkisches Zeug? Oder kennt ihr das eben Brot noch? Ja, habe ich auch schon gehabt. Auch schon? Das ist fein, ja. Echt? Oh, das ist aber ein bisschen ein mageres Ding hier. Ja, das mag nicht. Ja, ich bin ja selber auch mager. Ja. Jetzt, wie viel musst du hier holen? 3, 4. Mit dem Aufhängen? Ja. Und dann, was passiert nach dem Aufhängen? Ja, trocknen lassen. Als ich reinkomme, habe ich gemeint, wir müssen nicht machen. Sie sind alle nach oben gegangen von das letzte Jahr. Eben, du wärst froh, man könnte jetzt ein Trinken gehen, ja, he? Ja, genau, machst du so. Aber auch noch letztes, nicht gesehen, ja. Nicht gesehen. Ja, das ist gut, dann kann man weitermachen. Gell? Du, je schneller das alle hängen, umso schneller kommt er etwas trinken. Eben, gell? Was gibt es denn nachher noch? Das weiss ich nicht. Ah, muss ich. Ganz gute Frage. Ja, genau. Ah, nein, es gibt immer das Gleiche. Aber das ist schon gut. Das ist was heisst das Gleiche? Ja. Türkerei von Türkenbrot. Türkenbrot und Brätela und Bierenbrot. Sauerkäse. Was hast du heute für eine Aufgabe? Ja, da ein bisschen schauen und finden, dass etwas läuft, oder? Und nachher, was gibt es denn nachher? Wie? Was gibt es denn nachher? Aufgehängt zum Trocknen und dann gibt das noch den Rebel. Dann. Und wenn ihr das alle aufgehängt habt, was gibt es denn? Dann gibt es nachher da noch die Vieri oder die Abend zum Essen.
sauren Käse, Käse, Bierenbrot, Türkenbrot. Heule. Und noch ein bisschen Most. Ja, dann hopp hopp, dann kommt es jetzt schon, hä? Wie? Dann hopp hopp, dann gibt es jetzt schon etwas. Ja, ja, wenn wir noch ein bisschen vorwärts machen, sind wir bald fertig. Super. Du, was sagst du als Landwirt? Wie ist die Qualität? Ja, nicht so gut. Und warum sagen alle wegen dem Hagel? Sagen's. Hagel, ja. Ist es der Hagel? Ja, ja. Meinst du? Nein. Das... Man sagt es wegen der Versicherung, oder wieso? Ja, nein, ist es so gewesen. Wahrscheinlich ist es ein bisschen noch dran gewesen, aber hat andere kaum nichts mehr gesehen. Und wenn ja mal so etwas ist, ist man versichert? Kann man versichern. Kann man versichern. Aber es kostet auch wieder, auch ein bisschen Risiko. Kostet halt auch Geld. Jede Versicherung kostet Geld. Und wenn sie 3 Jahre nicht brauchst. Genau, hä? Ja, ja. Es ist halt so. Sind schon alle ein bisschen die gleichen, die knöpfen. Eben, gell? Ja, ist ein bisschen, Kunst. Aha. Früher hat es dann nur ein gewisses Griffli gegeben, das hier die Türen machen. Jawohl, eben. Zuerst schon ein paar Jahre müssen ausschellen, bevor die Türen knöpfen. Also die anderen schellen dann sie und ihr knöpfen, sonst werden sie aufgehängt. Ja. Das heisst, ihr seid die letzte Station hier? Wir sind, nein, die aufhängen sind die letzte. Ah ja, stimmt, genau. Und noch? Wir sind die zweitletzte. Du hast auch Prüfung gemacht zum Knöpfen. Ich werde gerade eingelernt. Ah, okay. Aber gell, Frauen können das einfach, oder? Ja, ich hab's. Ja, ja. Was haben wir denn hier wieder? Ist es noch ein bisschen schwierig hier? Sehr schwierig. Aber in Basel ist Schürze. Schürze, ja? Hallo? In Basel hat gesehen, so schön. Hallo? Ja, aber. Wo hängt sie in der Bildschirm nicht gesehen? Bringen eine Schaufel und Besen, alle Blätter von der Mutter hier rein. Und die anderen, von überall stehen, können sie noch knöpfen. Es läuft hier.
Dienst. Was? Erzähl ich kurz über den Brauch. Also, Türken ausschälen. Aber schau, Türke kann man eben nicht aufhängen. Da sollten eben noch zwei Blätter dran sein. Aha. Da an dem Kolben sollten zwei Blätter dran sein. Nicht da vier, oder? So war richtig ausgeschält. Zwei Blätter. Und nachher? Dann tut man ihn binnen mit einem zweiten, der natürlich auch wieder zu viele Blätter dran hat. Heule, das hat man schon alle so gemacht. Jetzt kann man ihn aufhängen. Jawohl. Nein, früher haben wir allbigs vier Kölben zusammengebunden und dann aufgehängt. Dann war es eben effizienter gewesen, als nur zwei. Du, aber die sind doch ein bisschen abgekaufelt, die zwei gewesen, hä? Ja, das sind zwei Würste gewesen. Aber höher ist die Qualität halt nicht gut. Aber verrückt, gell, wie viele Leute das herkommen, ist echt mal schön, hä? Schön, ja. Schön, dass so viele Leute gekommen sind, ja. Wie lange bist du da schon dabei? Schon von klein auf? Ja, eigentlich schon. Also, als ich im Ortsbürger Bund Präsident war, haben wir von der St. Gallischen Kulturstiftung den Kulturförderungspreis bekommen. Und das war 1989. Ja. Und aber du bist sicher schon dabei, das kleine Popper, ja? Das habe ich schon mehr als 20 Jahre her. Ja, du, gross bin ich jetzt noch nicht, was? Aber sagen alle, wir müssen dich fragen, wenn es um einen Brauch ging. Warum denn das? Hat es geheißen? Ja. Ja, wer ist denn da drauf gekommen? Ja, der Hans-Rudi. Hans-Uli. Nein, der Hans-Rudi, ja. Ja, ja. Ja. Und gell, ist schon noch ein bisschen näher, wenn da nicht der Präsident hocken darf, hä? Ja, unbedingt. Ja, jetzt umgekehrt für mich ist der, dass ich nicht mehr so. Du, ist da Konkurrenz da, Ortsgemeinde und Ortsbürgerbund? Nein, Zusammenarbeit. Schon lange. Schon lange? Ja, ursprünglich ist es mal aus etwas anderem entstanden, aber jetzt ist es eine super Zusammenarbeit. Super, hä? Wir sind froh. Aber das ist eigentlich schon Jahre so, dass der Ortsbürgerbund für die Ortsgemeinde eigentlich die kulturellen Anlässe organisiert. Und da dürfen alle kommen, aber darum muss man schon buchsen sein, selbst schon, hä? Also, die Anlässe werden natürlich so ausgeschrieben. Türken ausstellen kann alle kommen. Und dann hat es heute schon mal einen Anlass, wo noch ein Buchser, respektive Mitglieder vom Ortsbürgerbund oder noch ein Ortsbürger dürfen kommen. Aber das ist verschieden. Rudi. Hans-Rudi. Danke. Was war es da mit dieser Schere? Dass man Storzen abhauen konnte. Aha. Die eben aufgestanden sind, sonst wenn man Storzen abgerupft hat, wenn sie ein bisschen feucht sind, hat man auch Blätter abgerupft, oder? Wenn man den abbricht, hat man auch Blätter auch weg. Ja, ja. Ist es denn auch Türkenreib und Türkenbrot? Ja, selbstverständlich. Und wer macht das allerdings? Selber. Hoi. Ja. Ja, also dann, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, beim Ernst Hofmänner gibt es selber gemacht, das Türkenbrot und Türkenreib. Ja. Da kann man zu dir kommen, hä? Thank you.
der Abfall, den wir jetzt hatten, die aushülschen. Die Hülschen, ja. Jawohl. Gehen die ins Tierfutter? Nein, die gehen nachher dann nach dem Österreicher holen. Dann hatte ich ja den letzten HV gezeigt. Die machen Kostüme daraus, die Nordtradition. Die kommen extra, fahren die zwei Stunden hierher. Okay. Und um die Hülschen holen. Aber wir können es als Tierfutter brauchen. Nicht? Nein, das ist so zäh. Ist zäh? Ja. Okay. Aber die brauchen es als Tracht. Jawohl. Wir haben den letzten HV gezeigt gehabt. Und die kommen wieder. Also wenn die nicht kommen, dann geht das einfach auf den Rökelpost. Ja, richtig. Okay, danke vielmals. Ist das ein Sauer? Süße. Sauer ist auf der anderen Seite. Hast du gedacht, wegen dem Krug? Wir haben immer den sauren Most in diesen Krug gehabt. Super, haben wir geschafft. Gesehen, die Wand ist fast wieder voll. Obwohl die Qualität ist das ja schlecht. Ich habe, wir haben Hagel gehabt, habe ich am Anfang schon gesagt. Ist Natur, man sieht es. Ist nicht nur beim Mais gewesen. Je nachdem hat es auch andere getroffen. Haben Sie da Nachrichten vielleicht gehört, Hörpel so. Aber uns geht es immer noch gut. Also, aber schon mal schön zum Sehen. Wir haben nicht immer noch das Schönste haben. Dann auch, Andi und der Joya, bitte ich noch ganz herzlich Danke sagen für die musikalische Unterstützung. Und wie es bei uns bei der Ortsbürgerfeng ist, die Muschelle, 7 fangen wir an, ich werde dann reinkommen, begrüßen, das geht nicht. Ist nicht möglich, ist wie bei der Rösslifahrt und alles hocken, alles auf der Kutsche und irgendwie. Super. Die wissen, die können anlangen, die können arbeiten. Es funktioniert. Es ist dieses Jahr etwas frischer, weil wir sind im Umbau, da müssen wir das Jahr noch drin sein. Nächstes Jahr gehen wir dann wieder rüber, dann ist es gemütlich. Geht auch hier. Ich danke allen vielmals, ich wünsche euch einen guten. Und noch einen schönen Abend. Danke vielmals. Danke zum Wenden, ja? Ja, super. Ja, super. Danke vielmals. Hast du uns schon recht zugegriffen, hä? Was hast du am liebsten? So, der Käse. Hoi. Ich bin heute 7 gesagt, ich bin hier. Ja, ein Sanderbier, Brot? Ja. Brot? Ich trinke Schützengarten. Da kommen wir direkt mal zu. Unglaublich, Türkenbrot mit Weinbeere. Brätele. Und dann tust du noch ein bisschen Butter drauf, Alpig, oder wie? Nein, schon. Eben, he? Dann fehlt es so. Ja, gut. Viel besser. Kann man ihn anbessern. Sauren Käse könnte man drauf tun. Das sollte man mit Holderhunk essen. Ein Scheibli vom Fester, weißt du, vom Mafona. Sauren Käse. Und dort ein bisschen Holderhunk drauf. Das ist wunderbar. Aber das ist ja dein Rezept, he? Habe ich noch nie gehört. Die sind auch bedient. Was tust du beim Bierenbrot drauf? Butter. Aha. Und bei den Bräteln auch? Ja, Bräteln zwischen dir. Jawohl, genau, das stimmt. Ja. Mikrowelle hin, kurz warm machen, anschneiden, Butter rein und dann... Und Türkenbrot mit Beere. Weißt du, was ist ja jetzt speziell, nicht? Ja, das gibt es schon lange. Schon lange? Ja, ja. Wo kann man das kaufen da bei uns? Weißt du das? Frickion. Frickion, hoi jetzt. Ja, ich denke es. Ja. Ist das jetzt sauer? Das ist süß. Süße? Das ist sauer. Willst du noch mischen? Kyroten, ja. Sauer und süß? Ja. Weißt du überhaupt, dass du in der Hand hast? Ja, dort die Bier. Ach was, das ist keine dort die Bier. Mal sicher. Ah, sicher nicht. Was ist da? Dort die Bier. Nein, ist keine dort die Bier. Nein. Nein. Wie heißt das? Bier. Nein. Das ist ein Brätele. Ah. Ja. Die schneidet mit der Mitte auf, tut in der Mitte Butter rein und dann isst man es. Ah ja. Ja. Nein, jetzt nicht gewusst. Siehst du noch? Das ist unberechenbar. Na, das ist jetzt überdeckt.
Wie ist es so mit dem Käse? Willst du sauren oder süßen? Ja, nein, sauren. Komm, ich muss zuerst noch fertig essen. Mit dem vollen Maul redet man nicht. Ja, du hast den sauren Käse mit Schnutz, ein bisschen anders als ohne Schnutz. Nicht? Früher gleich wie jetzt. Nicht? Na, ja. Ist ja ein Zeichen. Hat er noch Speck dran? Sehr gut ist er. Ist er? Ja. Ein bisschen zu wenig Speck, haben sie gesagt. Zu wenig Speck? Das ist sehr gut. Ja. Bluderi haben wir einmal gesagt. Dem, gell? Bluderi haben wir dem einmal gesagt. Nein, Bluderi kannst du nicht essen. Nicht? Nein, Molini. Nein. Ah, jetzt Ernst, das bist du Blöder, dran. Bluderkäse haben sie am Toggenburg. Ja. Aber das tut mir nicht gut. Das ist eben nicht gleich wie so. Nein, das ist ein Flutterding. Molini, ich kann nicht essen. Aber gell, das ist ein Unterschied zwischen dem Ortsbürgerkäse und dem Ortsgemeinkäse, oder nicht, Werner? Also der Ortsbürgerkäse ist schon bei Leuten besser. Schon? Ja, ja. Ich weiß zwar nicht, dass der Unterschied ist, aber er ist einfach besser. Von Mama her. Ja gut, Co-Präsident, eben ehemaliger Präsident, oder? Was ist es jetzt noch, Ernst? Wer ist ehemaliger du? Präsident? Ah ja, das ist aber schon lange her. Ja, siehst du? Ja. Was ist es noch? Bist du ganz verwirrt? Ich esse jetzt noch ein bisschen Türkenbrot. Mit Beere? Mit Beere, ja. Das ist aber nicht das neue Möd, ist es nicht? Nein, das hat schon früher gegeben. Mit Beere? Ja. Also, ja, bei dir vielleicht nicht, oder? Aber bei uns schon. Hey! Ja, okay.